Hallo und herzlich willkommen bei Steintastisch. Mein Name ist Michael, das ist das Lego Polybag 30448. Das ist das geilste Polybag, das ich habe und deshalb will ich es euch heute vorstellen. Das Lego Polybag 30448 Spider-Man vs. The Venus Symbiont ist ein etwas größeres Polybag der Marvel-Reihe. Es ist freigegeben ab 6 Jahren und bei Bricklink ab ca. 6 Euro verfügbar. Im Durchschnitt kauft man es, glaube ich, für einen 10er. Ja, ab 6 Euro. Das Ganze hat 46 Teile und die Aufbauzeit ist ca. 3 Minuten lang. Die Anleitung ist eine etwas kleinere A4-Seite, wo die Vorder- und die Rückseite bedruckt sind. Nicht besonders spannend. Man hat es schnell aufgebaut. Ich gehe mal kurz auf die kleinere der zwei Figuren ein. Das ist nämlich Spider-Man. Spider-Man haben wir hier drin mit bedrucktem Torso. Leider keine bedruckten Beine. Der Kopf in dem typischen Spider-Man-Outfit. Und die Rückseite auch bedruckt. Kopf sowie Torso. Außerdem ist dabei ein weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, ein Jumperstein, den habe ich nur in diesem Set. Damit kann Spider-Man springen, wobei er hüpft mir nicht davon und er geht sehr schwer rauf. Und dann springt er mit diesem Stein weg. Ich demonstriere mal. Und ja. Das Ganze springt ca. 1-2 Meter und der war halt dazumals von Lego eine lustige Idee anscheinend. Jetzt kommen wir zu der anderen Figur, wobei man, wenn man das noch Figur nennen kann, das ist Venom, besser gesagt der Symbiont in seiner vollen Pracht. Ja, mein absoluter Lieblings-Anti-Held und ich finde toll, dass Lego sich auch einmal was traut und eher was Gruseligeres macht, anstatt diese normale Figur mit den vier Händen. Hier haben wir den Symbionten in seiner mutierten Form, oder ich weiß, bitte korrigiert mich, wenn ihr es wisst. Der Ganze steht auf vier Tentakeln und hat darunter noch so einen durchsichtigen Stein, dass er auch so stehen kann, wobei das finde ich schon scheiße aus, deshalb eher in der erhöhten Version. Ein Maul mit diesen Zähnen, insgesamt 5 Köpfen, der vordere ist fix, der Rest ist beweglich. Die Hände auch jeweils einen Kopf mit diesen Krallen kann man komplett in alle Richtungen bewegen und der skorpionartige Schwanz auch wie man will. Wobei könnte auch ein Fuß sein oder ein anderes Teil. Ja, ich bin ein riesen Venom-Fan. Ich finde, ja. Ich freue mich schon irrsinnig auf den Film, der was dieses Jahr noch kommt, über Venom mit Tom Hardy. Ich finde gerade der Schauspieler ist auch eine richtig gute Wahl und eine Top-Figur in meinen Augen. Oder Konstrukt, ich weiß nicht, ob das noch unter Lego Minifigur fällt oder Konstrukt oder wie man die auch immer nennt. Unheimlich, erschreckend, ideal. Ja. Ich glaube, man hört raus, dass es mein absoluter Liebling ist. Mein Fazit zu dem Ganzen ist, es ist ein Top-Modell, wenn man es um die 10 Euro oder günstiger kriegt, würde ich es sofort wieder nehmen. Die Figur sieht echt top aus. Man kann sie in die Vitrine stellen oder man kann damit spielen. Sie hält auch was aus, wobei sie ist auch nicht ganz so stabil. Na, jetzt will sie gerade. Jetzt ist der Kopf abgefallen. Zum Spielen geeignet, sie bricht halt hin und wieder, aber was soll sein? Dann baut man es Lego-typisch einfach wieder zusammen. Wenn sie mit Spider-Man kämpft und Spider-Man gewinnt tatsächlich. Ja. Absolut tolles Set. Kann ich nur jedem empfehlen. Wir von Steintastisch geben den ganzen 9 von 10 Punkte. Ja, kann man nicht mehr dazu sagen. Sollte man haben, wenn man es bekommt.
Dankeschön fürs Zuhören und Weiterbauen.